Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur nächsten Preview hier vom 23. Spieltag aus der Premier League. Newcastle empfängt Chelsea und das ist ein Spiel, das Chelsea hier schon gewinnen sollte, von den letzten Spielen her jedenfalls, damit sie oben dran bleiben können. Einen Spieler haben wir schon im Fokus gesehen, William hier mit der Nummer 10. Der könnte den Unterschied hier ausmachen, aber wir sehen auch in Pulisic und da sehen wir den Trainer Lampard, der hier aus Chelsea ja echt inzwischen wieder eine gute Mannschaft gezaubert hat. Mit keinen Möglichkeiten der Transfers. Mal sehen, was sie jetzt machen im Winter. Aber wir gucken jetzt erstmal natürlich uns die Aufstellung an. Der Heimmannschaft ist ein 5-4-1. Fabian Scheer und Williams kennt man ja noch aus der Bundesliga, sind dabei. Außerdem Joe Linton vorne im Sturm. Also drei Bundesliga-Legionäre. Bei Chelsea sieht es so aus, das Kepa im Kasten, das haben wir schon gesehen. Wir sind 4-2-3-1, Zuma, Tomori, Innenverteidigung, Kante, Kovacic im Mittelfeld, William, Mount und Pulisic davor und im Sturm, Abraham. Wir sehen also, und Rüdiger ist nur auf der Tribüne, wie es aussah. Batshuayi wäre noch dabei, aber wir gucken mal, was hier bei den Teams brauchen. Die Partie hat angefangen. Wenn es euch gefällt, könnt ihr natürlich gerne ein Däumchen da lassen. Und jetzt geht's auch los, Newcastle angestoßen und da ist schon mal Saint-Maximin. Der flankt und da ist schon die erste gute Chance durch Heiden, aber der sollte nicht reingehen. Und somit bleibt es erstmal 0-0 und es ist auch nicht gefährlich geworden, denn Kepa ist auch rausgekommen. Dritte Minute und wir sehen, dass Chelsea mal angreift über Kante. Da ist William, Abraham. Fehlpass, da ist Fehlpass, Abraham und Tor! 1-0 Chelsea, fünfte Minute, das ging ratzfatz und Newcastle hat hinten so einen riesen Bock gemacht. Das darf man gegen Chelsea nicht, die nutzen das aus. Hier sehen wir es nochmal, Ball war schon safe und dann dieser Fehlpass auf, war es Pulisic oder? Kannst du hier schlecht sehen, auf jeden Fall Abraham macht hier das 1-0 für die Gäste. Ah, Mount war es, glaube ich. Mount hat hier den Ball abgefangen. Wieder Chelsea. Kovacic auf Mount. Mount, da ist wieder Abraham und ans Außennetz. Also Chelsea ist hier ganz klar die bessere, aktivere Mannschaft. Newcastle ist durch dieses 1-0 richtig geschockt. Kriegen nicht viel hin. Und das sieht man hier einfach an den Schocks noch. Wieder Chelsea. Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Mount, Kante. Kante. Da ist Kovacic. Kovacic ist im 16er, aber das klären sie mal gut. Joe Linton kann sich den Ball behaupten und dann ist aber Zuma da. Und Halbzeit. 1-0 geht es hier für Chelsea in die Halbzeitpause bei Newcastle zu Gast. Aber Chelsea könnte auch höher führen. Er hat allein ja schon zwei gute Chancen gehabt. Eine hat er genutzt. Und da bin ich mal gespannt, was uns die Halbzeitanalyse hier zeigt und die zweite Halbzeit voll. Die Statistiken zeigen 2-0 Schüsse, 64% Ballbesitz. Alles spricht für Chelseas Sieg. Und das ist ja auch bisher so mit dem 1-0. Morgen sehen wir noch die Premier League, die Preview aus der Bundesliga. Berlin gegen München. Das Spiel war ja das Eröffnungsspiel dieser Saison in der Bundesliga. Und das ist jetzt also vom 18. Spieltag das Rückspiel. Barkley ist inzwischen drin. Bei Chelsea. Für Mount. Und wir sehen, dass hier Chelsea auch schon wieder angreift. William, super durchgesetzt. Super, super, super. Flache Flanke, aber da kommt der Torhüter von Newcastle dran, hat einen Save und wir springen in die 60. Minute. Heiden geht bei der Heimmannschaft, Longstaff kommt für ihn dafür und er sieht natürlich nicht glücklich aus. Joe Linton geht auch noch runter, dafür kommt Andy Carroll, oh, lange nicht mehr zu sehen und Kovacic geht auch runter und für ihn kommt Jorginho bei den Gästen in der 78. Minute. In der Nachspielzeit kommt Chelsea noch. Und zwar mit Pulisic.
Pulisic behält noch den Ball. Emerson. Und jetzt ist Schluss. Schiedsrichter fällt ab. Chelsea gewinnt 1-0 durch das frühe in der 5. Minute das Tor durch Abraham. Lampard kann also wieder 3 Punkte mit nach Hause nehmen, nach London. Und Newcastle hat sich nicht schlecht geschlagen, aber sie waren trotzdem besser, Chelsea-Spieler und die ganze Mannschaft. Abraham hatte allein schon 3 Schüsse, wie wir sehen können. Ist übrigens auch zum Spieler des Spiels geworden. Und das auch berechtigt. Er hat schließlich das entscheidende Tor gemacht. Die Statistiken sehen so aus. 13-0 Schüsse aufs Tor, 64% Ballbesitz und 1-0 Ecken für Chelsea. Souverän und verdient gewonnen, hätte höher sein können. Und das war die Preview hier. Newcastle gegen Chelsea, 23. Spieltag. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen und ein Kanalabo noch, wenn ihr neu seid. Und dann sehen wir uns morgen beim Spiel Berlin gegen München. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und Tschüssikowski.